Herzlich willkommen bei The Nosy Rosy. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start ins neue Jahr und dass ihr eure Vorsätze für 2012 noch nicht übers Bord geworfen habt. Ich nicht, aber ich war oder bin stark am Überlegen, ob ich es nicht tun sollte. Ich habe mir vorgenommen, wieder mehr Sport zu machen und habe natürlich heute gleich die Möglichkeit genutzt, mit meinem Bruder joggen zu gehen, was der absolute Fehler war, weil mein Bruder viel mehr in Form ist als ich und mich eine Stunde durch die Gegend gejagt hat. Ja, ich bin gespannt, wie morgen sich der Muskelkater äußern wird. Ich bin gespannt. Ja, das Thema diese Woche lautet, wie denkt ihr darüber, wenn jemand meint, ich bin lesbisch oder bi und noch gar keine Erfahrung damit habt. Ich finde es immer ein bisschen schwer, also vor allem bei den Jüngeren. Es liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich selbst durch die, vor allem Stuttgarter Szene, so ganz viele Mainstream-Lesben sind, die meinen, ich bin lesbisch. Aber das irgendwie gar nicht der Fall ist und das gerade irgendwie so in Hype absolut ist. Deswegen gehe ich mit dieser Aussage immer so ein bisschen eher vorsichtig um oder stehe dem Ganzen ein bisschen kritisch gegenüber. Was ich natürlich raten würde oder sagen würde, ich würde mich mit der Person auf jeden Fall unterhalten, fragen, wie die Person denn darauf kommt und was für Merkmale das Ganze hat. Also irgendwie, wenn ich bei ihr bin, dann fühle ich mich so und so. Und halt einfach darüber reden, wie die Gefühle sind, wie man sich selbst fühlt und das ganze Umfeld mit. Ja, und wenn, einfach irgendwie ein bisschen ausprobieren, den Kontakt eben zu Lesben oder Bisexuellen irgendwie suchen, mal weggehen in die Richtung und eben schauen, ob es wirklich, also ob es keine Phase ist oder ob man wirklich lesbisch, bi oder schwul ist. Aber das fand ich in Svens Video ganz toll, seine Aussage. Es fragt ja auch niemand nach, wenn ein Mädchen kommt und meint, ey, ich finde den Typen total süß. Fragt ja auch niemand, ey, du hast doch noch gar keine Ahnung oder gar keine Erfahrung, woher weißt du das denn? Diese Aussage fand ich richtig, also fand ich echt Daumen hoch, top. Also wie gesagt, ich würde einfach mit der Person drüber reden, vielleicht in Bars oder so Jugendgruppen, wo es ja ganz viel gibt, einfach mal vorbeischauen, mich mit den Leuten ein bisschen darüber unterhalten, wie sie sich fühlen und dann schauen, ob es nur eine Phase ist, war oder ob es dennoch so ist. Aber was ich finde, kann man es überhaupt irgendwann hundertprozentig sagen? Verliebt man sich nicht eher in die Person anstatt in das Geschlecht? Was haltet ihr davon? Also, ich weiß es selber noch nicht so genau. Also, ob da vielleicht einfach mal ein Typ kommt und dann, bäm, ich weiß es nicht. Ich glaube, das weiß niemand so genau, oder? Das wäre vielleicht auch mal eine Frage. Das ist die Frage an euch. Genau. Verliebt man sich in die Person oder in das Geschlecht? Also, wenn da jetzt in männlicher Part kommen würde. Genau. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Ich werde mich jetzt gleich fertig machen, weil meine Freunde was für mich vorbereitet haben. Ich bin gespannt. Und dann sehen wir uns nächsten Sonntag in neuer, alter, frischen Laune. Wie auch immer. Und
Die Narrenzeit hat begonnen. Macht euch auf was gefasst, nicht, dass wir uns irgendwo bei einem Umzug sehen. Narrenzeit ist für mich freie Zeit. Also, viel Spaß und bis nächste Woche, die Mia. Ciao.